Seit 1550 gilt die jüdische Gemeinde der Stadt am Main als eine der größten und bedeutendsten im deutschsprachigen Raum. Denn Frankfurt hatte nicht wie andere Städte die Juden ausgewiesen. Ihr Aufenthalt und Status innerhalb der Stadtgesellschaft wird durch die sogenannte Städtigkeit geregelt. Die Städtigkeit war ein Dokument, in dem festgeschrieben war, was Juden durften und was sie nicht durften, was erlaubt war, was ihnen verboten war. Und ausgehandelt wurde sie zwischen der jüdischen Gemeinde, zwischen dem Rat der Stadt und zwischen den Frankfurter Bürgern. Und was da zum Beispiel drin stand, war, dass sie in der Judengasse leben durften, dass sie hier ein Aufenthaltsrecht hatten, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllt haben, dass sie auch Handel treiben durften, dass ihnen bestimmte Berufe allerdings verboten waren, also dass sie die meisten Handwerke nicht ausüben durften, dass sie einen Ring auf der Kleidung tragen sollten als Kennzeichnung. Sowas stand da drin. Aber im Alltag haben viele Regelungen dann gar keine Rolle mehr gespielt. Also auch zum Beispiel diese Kennzeichnungspflicht mit dem Ring auf dem Mantel, die wurde nicht durchgängig getragen. Nicht nur für Jüdinnen und Juden gelten besondere Regelungen in der Stadtgesellschaft. Jede soziale Gruppe hat damals unterschiedliche Rechte und Pflichten. Das hing davon ab, welchen Beruf man ausübte, das hing davon ab, welche Religion man angehörte und ob man Frau oder Mann war, also welchem Geschlecht man angehörte. Zum Beispiel Bauern, die durften nur an Markttagen in die Stadt kommen und hatten dann auch nur ein begrenztes Aufenthaltsrecht. Juden konnten sich wiederum täglich außer an Sonntagen in der Stadt aufhalten. Sie mussten zwar in der Gasse leben, aber in der Gasse konnten sie Synagogen bauen, sie konnten ihre Religion frei ausüben. Es ist ein geschützter Ort. Hier sprechen sie Jiddisch und leben nach den jüdischen Traditionen. Die Judengasse ist wie eine Stadt in der Stadt.